Ja, Leute, was geht? Es geht weiter mit unseren Knuffligen hier, im Spiel Lego Batman. Wir sind natürlich noch hier stehen geblieben in der dritten Episode und ich danke natürlich erstmal an die ganze Unterstützung für dieses Let's Play. Also es bekommt mehr Aufmerksamkeit, als ich das jemals gedacht hätte. Also, man muss sagen, für meine Reichweite von 120 Abonnenten, was für die kurze Zeit stark ist, hat das Spiel schon echt viel Aufmerksamkeit bekommen. Dafür mal einen ganz, ganz großen Dank an jeden Einzelnen, der das mal geliked und kommentiert hat. Das ist echt geil. Vielen, vielen Dank. Ich werde, vielen Dank an die Leute, die das kommentiert haben und alles Mögliche. Ich hoffe, ihr fühlt euch alle angesprochen. Ich glaube, ihr wisst, wer gemeint ist. Das muss ich jetzt nicht weiter sagen. Das ist hier. Jetzt unser lieber Alfred und wir machen weiter. Vielen Dank auf jeden Fall mit Rückkehr vom Joker, des Jokers. Nein, vom Joker. Folge 1. Oder Jokers Heimspiel, ne? Gucken. Was macht Joker, wenn er heimgeht? Scarecrow? Jarvis Tetch, auch bekannt als Mad Hatter, geil, ist ein verrückter Schurke, dessen Handlungen von der Geschichte der Alice im Wunderland beeinflusst werden. Ich warte mal kurz, bis es fertig ausgeschrieben ist, und das ist echt nervig zu lesen. Ja, geh schneller, komm. Haben wir das irgendwie? Nee. Er benutzt geisteskontrollierende Technologien, um anderen unterwürfig zu machen. Er lässt sich nie ohne einen großen und spektakulären Hut blicken. Ja, das sieht man. Ach du heilige Scheiße! Jokers Heimspiel, okay. Also Joker will hier die ganze Fabrik, will dieses Lachgas da rausholen, so weil ich das verstanden habe. Aber wir als Batman lassen das natürlich nicht zu. Also das können wir ohne Probleme zerhauen. Ich schätze, wenn ich jetzt hier reinlaufe, kriege ich nur ein bisschen Schaden. Stimmt, das war das Zeug ja, wo wir auch schon bei, wo wir auch schon mal konfrontiert wurden, als wir gegen Two-Bass gekämpft haben. Einmal zack, einmal zack, einmal zack, einmal zack, einmal zack. Ich bin aber sehr gespannt, wie die böse Kampagne ist, weil die hat ja gar nicht so viele Bosskämpfer haben. Oder vielleicht doch. Gegen Commissioner Gordon oder so. Das wäre geil. Okay. Ah.
Es macht aber einfach so viel Bock, das Game, muss ich ehrlich sagen. Es ist so, das Ding ist so simpel gestaltet, von der Programmierung auch. Aber es macht halt Bock. Das Einzige, was mich an dem Spiel ein bisschen stört, ist, wenn die KI nicht mehr so mitmacht. Das ist so ein bisschen nervig, aber vom Prinzip her... Oh, nicht wieder saugen. Nicht wieder saugen. Auch nee, das war mal ganz doof. Ach, das mache ich nicht. Hä? Ist das irgendwie so? Genau. Und dann saugen. Und dann saugen wir. Zum Glück macht das nie Probleme. Hm. Ich meine, das ist ja okay, wenn man das selber einsaugen muss, aber das andere ist ein bisschen... Das, dann teilt sich weitergeht von selber und dann immer zurückrennen muss und dann... Das ist ein bisschen unglücklich gelaufen, aber dennoch finde ich das genial. Ich mag solche Spiele, die simpel sind, aber dennoch was aussagen können. Das ist immer genial. Weil das... Du weißt ja eigentlich auch, ne? Spiele müssen ja nicht immer... Weiß ich nicht... Triple A... 8K Rage Racing bieten, damit sie gut sind. Eigentlich noch kleine Dinge. Ich weiß, ich benutze meistens mal Batman. Ich bin aber ein Batman-Fan. Also, ich muss halt Batman spielen. Also, kennt ihr mich auch? Moment mal. Ist das hier denn nicht kaputt? Okay. Ah, hier haben wir einen Teil vergessen. Aber ist jetzt hilflich groß. Nehmen wir natürlich nicht den Fehler wie der letztes Mal. Ja, 25. Finden wir für irgendwas? Nee, ne? Nee. Also sind wir genau bei 25. Nicht, dass wir beim letztes Mal wieder zurückrennen müssen, muss ja auch nicht sein. Genau. Sind wir ein Teil? Hm. Ey, das ist ja geil. Ey, das ist ja ein tolles Teil. Cool. Ja, wir sollen hier mal ganz kurz die Stadt, also die ganze Umweltverschmutzung, das geht hier gar nicht. Ja, und die Fahrsteuerung ist etwas unglücklich gelaufen. Da bin ich auch cool, nicht so ein... Aber das wäre jetzt auch so eine Gründe, warum wir das so gemacht haben. Wer weiß ja schon. Moment hier mal. Nee, achso, ich dachte, damit kann man das reinsaugen. Aber nee, das geht nicht. Ah, oh, ja, ganz toll gemacht. Am besten schießt man am Weg, danke, dann freue ich mich richtig über dich. Okay, wofür brauche ich jetzt das Jetpack, obwohl es ja mein Lieblingsanzug ist, ich finde geil.
Oder weil er so nah an Batman rankommt, das ist immer so ein schönes Batman-Feeling. Ach, das hat man gebraucht, ach so, okay. Ja, 5 haben wir schon. Ah. Oh, hi. Guten Tag, Störch. Tut mir leid. Ich hätte gern, dann hätte ich an dich angeklopft, du Arschloch. So. Hey, lauf nicht weg. Oh, sorry. Es war auch Robin an runtergehauen. Man kann nichts für die Situation, aber erstmal eine runterhauen. Und oh, Alter. Boah, Alter. Boah, das sind neue Sprünge. Ja, richtig fies. Ja. Bisschen, oh ja, zum Glück, da kommen irgendwo Lanzen. Alter, wie viel sind hier? Ja, natürlich! Aber der hat hier eine halbe Klonarmee. Zack, 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 aber geil. Okay, der weiß nicht, wo er hin will. Und jetzt ist es für ihn zu spät. Müssen wir jetzt hier wieder ein Teil bauen? Immer das Spiel genau das hier damit sagen. Ach so, wir hätten auch hier, ach so, ich hätte auch hier runtergehen können einfach. Statt diesen Kamikaze-Sprung hinzulegen und nicht zu wissen ganz genau, wo man hinspringt. Ah, okay. Ja, gut, hätte man auch so machen können. Richtig. Wir machen natürlich anders, weil wir es besser wissen. Und der nächste Staubsauger da, der nächste Giftsauger. Der denn? Will? Aha. War eben schon überrascht. Schön alles mal sauber machen. Ja, ja, genau. Oh. Mich hätte mich eben echt stark gewundert, hätte man hier nicht runter müssen. Ich habe eben schon das Spiel jetzt hier aufgehangen und war zum Glück nicht so. Hätte mich auch ziemlich geärgert. Ah, wir haben eine Abkürzung geschaffen. Ah. Okay, cool. Danke, was kann man jetzt sagen, soll? Die auch noch mit und dann gehen wir zurück.
um Pinguine oder besser Mad Hatter erstmal aufzuhalten und sich erstmal nach vorne zu arbeiten. Erst Mad Hatter, dann Pinguin. Okay, da gab es hier irgendwelche neuen Gegner. Wow, 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 wow. Oh ja, hier unter Feuerbeschuss arbeiten, das ist noch genau meins. Da sehe ich mich, Leute. Oh Gott. Und es ist... Cool. Okay. Gut. Und das wird jetzt ein Auto. Achso. Damit macht man was? Ah, es sind, achso, es sind Gabelstapler. Ein Gabelstapler. Das Ding hat auch gut zu Mr. Freeze gepasst, aber passt auch gut zu Joker. Joker ist sowieso der geilste. Also auf die Kampagne freue ich mich sowieso am meisten, auch wenn ich auf die böse Seite spiele, freue ich mich jetzt schon auf den Joker am meisten. Also ich gehe mal davon aus, dass es die böse Seite ist mit Asylum. Bin mir jetzt nicht hundertprozentig sicher, aber ich mein's. Also. Kann man das Ding irgendwie hochfahren? Hä? Wie funktioniert das Ding? Ja. Ach so, als Ra, ach so, ist kein Gar, ach so, es ist kein Gabelstapler. Ach, das nutzt man als Rambock. Okay. Nö, ist doch, na, okay, hat keine Gabeln, okay, ja. Ich hab nur gedacht, das wird nicht dazu jetzt genutzt. Da wundert mich deswegen eben, wie man die Steuerung nutzen sollte, aber gut. Wir haben es geschafft. Ja. Genau so wollte ich. Okay. Nein, ich sterbe. Nein. Oh ja. Das war... Oh, das war Skill. So. So, einmal hier die... Und den Clowns hier weg.
Tschüss. Tschüss, tschüss. Also, ihr braucht den Rambock. Ich brauch den Rambock. Ich brauch den Rambock. Das meine ich halt. Warum kommen die KI denn jetzt nicht hinterher? Okay. Das meine ich. Warum kann die KI dann nicht selber runter? So, Das finde ich ein cooles Teil. Das finde ich ein sympathisches Ding. Das ist richtig cool gemacht. Oh nein, ich glaube, ich verliere meinen Anzug. Ah nee, doch nicht. Ich dachte mir irgendwie ein Bett-Symbol, dass ich einen neuen brauche. Weil ich finde den am besten. Das ist euer Lieblings. Lego-Anzug? Ich mag den einfach. Ich finde den. Aber es ist ja auch da. Ich weiß auch, warum ich ihn so gerne mag. Da geht das nicht. Das sollte. Nee, da fehlt noch was. Warte mal. Rettet. Okay. Ah ne, dann machen wir es so. Okay. Ja, man, das macht er ja auch wieder selber. Also, das verstehe ich halt nicht. Mal macht er eine Sache, macht er mal selber. Wow. Also. Ja, und dann verstehe ich halt nicht. Mal, er macht gewisse Sachen selber. Da muss ich ja nicht dabei sein, er macht auf einmal Sachen nicht selber. Du, das ist voll, das. Oh. Schwinde da. Ja, wow, jetzt komme ich nicht hoch oder was? Das ist dumm. Ne, danke. Jetzt hau da doch mal ab. Nee. Also müssen wir jetzt das da unten drehen. Okay. Die ganze Suppe ab, mir scheißegal, was rauskommt. War doof, ne? Ja, Robin, Dummheit, bestraftes Leben. Jetzt hau da doch mal ab, echt. Das bist du ja so nervig, du bist eher nervig, statt förderlich. Ja, wie ich es gesagt habe. Du bist nervig, statt förderlich. Ich darf mit Robin so umgehen, er ist Praktikant. Siehst du, man ist ja voll, ich bin da voll in einer guten Position, ne? Ich bin ja Batman, ne? Ich darf das. Mein Batman hat viel mehr, glaube ich, erlebt und gemacht als mein. Oh Gott. Oh, was seid ihr denn? Ja! Wie sie einfach runtergekickt haben. Runtergemobbt, ey. Ja, er ist ja Praktikant, er darf. Er darf runtergemobbt werden. Er ist ja nur der Praktikant. Aber die Kanten dürfen ja gemobbt werden, da kann man. Ach ja, oh, wir haben gleich voll. Okay. Wer es weitermacht, dann haben wir es nicht gleich voll. Wieder rumhüpfen. Ja, genau. Hops, hops. Achso. Okay, wir können uns von unserem Rambock verabschieden. Ihr seid da gut aufgehoben. Oh, ihr bleibt schön da, wo ihr seid. Ihr tut nämlich auch keinen weh. Okay, das sieht aus wie Endkampf.
Das sieht aus wie Bossfight, das sieht so aus wie Bossfight. Oh ne, doch nicht. Falsche, falsche. Oh Gott. Ja, natürlich. Ja, ja, ja. Ah, hier sind wir jetzt. Bin ich jetzt hier. Ah. Oh, es glitzert so. Was könnte das sein? Ich bin nicht so auffällig, ey. Das sehe ich uns nicht. So. Als ob er einen nicht mitgenommen hat. Ja, wir sind voll kacke, ja, ne? Nö, einen lässt sich da stehen. Nö, das ist. Raus zusammen. Und Robin bekommt einen Magnetanzug. Ja. Und damit hat der Praktikant auch wieder mal was machen. Das ist schon witzig, ne? Also Batman hat hier die ganze meiste Arbeit gemacht. Also jetzt nicht nur vom Gegner verkloppen, ganz klar. Aber er hat auch die meiste Arbeit so gemacht. Also ist witzig. Also so mit Anzügen und so, ne? Also Robin ist der Praktikant. Das passt storytechnisch auch ganz gut. Ist ein Storytelling, weißt du? Batman ist der Hauptcharakter. Heißt ja auch Lego Batman, nicht Lego Robin und Batman oder Lego Robin oder so. Heißt ja Lego Batman. Ah. Ich liebe es übrigens bei Lego Spielen, wenn das dann so aussieht und dann das Kapitel endet, wenn man es nicht geschafft hat. Oh Gott, ich bin halt tot, ich bin halt tot! Ja, danke, ich bin tot. Ja, nicht immer kann ich mein Leben retten. Oh ja. Ja. Der Hutmacher. Hast du Hutmacher im Spiel? Ich kenne nur den Namen Mad Hatter. Aber gut, ist der englische. Das ist ja ein Boss, der Bösewicht, ey. Sei nicht so brutal. Tschüss. Das ist Mad Hatter. Wir präsentieren Mad Hatter, der beste Bösewicht, der beste Kämpfer. Ach, und noch zwei Stücken ab. Du bist nur noch zu blöd. Wenn es gibt, das zu, ey. Ach nö. Weiß, ich wollte eigentlich mitkämpfen, aber. Boah, wenn ich mir gerade so recht überlege, ach. Super. Also. Bist du auch echt zu blöd, ne? Wer ist ein Schrumpfschlaf? Oh, no. Ich hab mich jetzt fast gefreut, dass du jetzt ein Schrumpfschlaf hast. Aber gut. Ein Stromschlag heute. Oh Gott. Oh wow. Du wirst mich. Du wirst auf uns Granaten. Wow. Da nicht so brutal, ey. Oh. Nein, das ist nein, da bist du. Nein, da bist du. Ja, danke. Yeah. Muss ja immer wieder mein Geld verdienen. Sehr schön. Ja, jetzt. Zack. Auch noch mitnehmen. Das ist mir ein Weg schiebt, für das andere Ding zu nehmen. Oh nein, er hat die ganze Gedankenkontrolle.
Krass, ey. Wer ist denn jetzt wach? Jetzt nochmal hochlaufen oder was? Achso, mittlerweile ist es egal. Ah, Mist. Ein Joker hat bekommen, was er wollte. Der gute Joker, ey, der hat bekommen, was er wollte. Nice. Ja gut, Leute. Dann würde ich sagen, vielen Dank fürs Zuschauen. Beim nächsten Mal geht es dann weiter mit Let's Play Ding. Ich werde jetzt nicht mal in der Batmobile-Höhle enden, sondern einfach hier enden. Dann geht es dann nächstes Mal weiter. Vielen Dank fürs Zuschauen. Haut rein. Bis nächsten Folge. Ciao.